etwas Licht gezaubert. Und das Licht der Engel. Ein Temp HP für jeden. Dealer heilt noch ein wenig. Dann kann es weitergehen mit dem nächsten Raum. What's on your mind? I wonder. Wir öffnen die Tür. Venduak, die Spinnenkatzenfrau, schleicht voran. Oh. Eins, zwei, Kambions. Das sind, glaube ich, so Halbteufel. Gibt es auch in D&D. Aber auch das wird ihnen nichts nützen. They'll beg me to stop! Mal gucken, wie teuflisch die wirklich sind. Okay, sie hat ihn gebunden. Den anderen hat er wieder geteilt. Geisterwaffe für Camellia. Crit Hit. Mit anderen Worten, es hat sich leider ausgeteufelt. Wow. Okay, eine Truhe und zwei Türen. Und eine Baphomet-Statue. I see something over there. Und einen versteckten Hebel. Wie gesagt, bei dem Loot muss man immer gucken, dass man sich nicht überlädt. Es wiederholt sich viel an Waffen und Rüstung. Rely on me. Ein Kämmerchen. Ein geheimes. Mit Waffen, Kisten. Trank verschwimmen. Ein Abwehrtrank. Die Rüstungsklasse meine ich. Ja, wir sind so langsam mittelbepackt. Wir sollten jetzt wählerischer werden und vielleicht mal so ein paar Heavy Armors wegschmeißen. Die doppelten. Das hilft dann schon meistens. Die Truhe ist im anderen Raum. Wird aber schon angezeigt, also ein kleiner Fehler.
der noch weggebügelt werden muss. Aber ein kleiner Fehler. Hier wird noch gebaut. Und? Ah, da haben wir ein Erdelement, war ja die Rede von Erdelementen, die durch das Erdbeben erzürnt wurden. Okay, bis gleich. Wir gucken uns erstmal um. Bisschen Religion, da könnte Naktur einen Check machen. Ja, Statue von Baphomet, dem Dämonenherrscher. Hat sogar Erfahrung gebracht. Der Check, 11. Wissen Religion. Also Noctua soll ja so ein bisschen im Bereich Religion ihr Wissen verbessern. Aber auch in den dunklen Künsten. Ah, Falle. You can trust me. You can trust me. Yes, I trust you. Falle? 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 Keine Falle. Hoffe ich. Oh, es geht noch weiter runter. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Wenn es in Dungeons weiter runter geht. Das bedeutet meistens, die Gegner werden immer schwerer. Ein Loch? Käfige Fleisch? Was liegt denn da? Fleischberge? Ich denke mal verstümmelte Leichen. Oder Leichenteile. Oh, da ist ein Feind. Cambion, okay. Halbteufel. Halbteufel, halb Mensch. Meine ich zumindest, ich habe es nicht nachgelesen. Aber ich meine mich zu erinnern. Let's shake a leg! Open your heart to me. Sila? I'll prove I am the best. Ist schon etwas angenockt. I will help where I can. Aber vielleicht können wir sie ja schnell beseitigen. Ja. Könnte klappen. Etwas Kälte gefällig. Okay. You'll make a fine trophy. Wenn dann richtig. Wenn du gerade einen abbekommen, einen Bogenschütze. Scheinbar. Oder Armbrust. Ja, Bogen. Dann schnell hin. Verkackt.
verklickt. Verklickt und zugenäht. Kein Schimmer. Did I mess up again? Okay, geht nicht immer, wenn da Hindernisse sind. Did I mess up again? Yes, you did mess up again. Nee, geht nicht. Da ist was im Weg. Komm, sie lang, komm weg. Fast. Haben wir schon, brauchen wir nicht. So, machen wir mal Licht. Ah! Ein Color Puzzle. So, jetzt seid ihr dran. Ich habe euch ja die Gemälde oben gezeigt und ich brauche jetzt mal eure Hilfe. Wie war die Reihenfolge der Gemälde? Überlegt nochmal. Geht's hier weiter? Wow, die Schatten. Cool. Step. Eiserne Jungfrauen. Alles, was man braucht. Oh, da liegt noch jemand etwas. Lecker. Appetitlich. Käfig. Mit Inhalt, den ich nicht kennen muss. So, genau. Das Rätsel. Also, bitte. Ich höre. Könnt ihr da? Ach, ist ja kein Livestream. Okay. Dann muss ich selber lösen. We will win this war. Das wird sie noch zeigen. Gelb? Blau? Rot? Ja, rot. Grün war nicht dabei. Und nochmal gelb. Bingo. Where do you want me? Sila mustert das Schwert ganz genau, obwohl du nichts Besonderes daran erkennen kannst. Augenblick. Ist das? Nein, das kann nicht sein. Ihre Augen beginnen zu strahlen. Dieses Heft kenne ich. Diese Klinge ist Glanz. Das Schwert der mächtigen Janiel. Aber es sollte sich eigentlich in Estrods Turm befinden. Mit all den anderen Relikten. Zumindest habe ich das gehört. Ist das etwa das Paladin-Schwert, von dem in Hosilas Befehlen die Rede war? Wahrscheinlich. Ist das zerbrochen? Es liegt zwischen Totenschädeln.
Nun ja, gewiss muss dieses Stück rostigen Metalls eben jenes Schwert sein. Camilla verdreht die Augen. Ich denke, ihr wünscht euch lediglich, dass dies das sagenumwobene Schwert ist. Spottet Camilla. Sila, ihr begreift das nicht. Ich habe das Schwert hunderte Male gesehen. Auf Gemälden und in den Händen der Janiel-Statue. Ich hatte sogar schon überlegt, das Estroth-Museum zu besuchen, um das echte Schwert mit eigenen Augen zu sehen. Wie ist es bloß hierher gekommen? Okay, wir fragen mal ganz blöd. Wer ist Janiel? Nein, ihr habt noch nie von Janiel gehört? Sie ist ein ganz Golarion, eine Berühmtheit. Sie war eine großartige Frau. Sie stammte aus Mendev und als der Kreuzzug begann, konnte sie nicht einfach untätig herumsitzen. Sie widmete ihr Leben dem Kreuzzug. Es heißt, sie sei kühn und entschlossen gewesen. Sie rannte stets als Erste in die Schlacht und opferte niemals das Leben anderer für einen taktischen Vorteil. Also klar, Silas Vorbild. Erhaltene Gegenstände, Glanz. Das Paladinschwert von Janiel. Ja, es liegt doch nicht mehr auf dem Altar. Sila. So erinnert man sich an sie als unglaubliche Kriegerin, in der das Feuer des rechtschaffenen Zorns brannte. Ja, Wrath of the Righteous. In allen Darstellungen, die von ihr existieren, sieht sie so aus, als sei sie in der Lage, ganz allein alle Dämonen zurück in den Abyss zu drängen. Doch dann geschah etwas zwischen ihr und ihren Befehlshabern. Vielleicht beneideten sie sie. Vielleicht war es auch mehr, ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, sie ging ohne ihre Kameraden in die Weltenwunde. Und sie überlebte nicht nur, sondern rettete dort sogar Kreuzfahrer und führte sie zurück. Ist das zu glauben? Sila versucht, Janiel nachzueifern, das ist klar. Und vielleicht kann sie das Schwert sogar ausstatten und für sich nehmen. Sila, sie starb, wie sie gelebt hatte, voller Stolz. Sie war eine von jenen, die Drazen bis zum bitteren Ende verteidigten. Dort ließ sie ihr Leben. Sila verzieht das Gesicht. Versteht mich nicht falsch, aber ich hoffe wirklich, dass sie einen schnellen Heldentod gestorben ist. Denn wenn nicht, dann heißt das, dass sie gefangen genommen wurde. Und unvorstellbare Qualen erleiden musste. Das würde ich niemandem wünschen. Ihr wisst viel über Janiel. Ihr verehrt sie richtig gehend, nicht wahr? Das kann man wohl sagen, sagt Sila. Sila lacht. Ich habe mich schon immer mit Janiel verbunden gefühlt. Ich weiß, wie es ist, nicht das zu sein, was man in den Augen seiner Befehlshaber sein sollte. Wann immer ich unter Druck stand, habe ich an Janiel gedacht. Menschen mag nicht gefallen haben, wie sie war, aber für jene, die sie aus der Weltenwunde gezerrt hat, war sie perfekt. Und für jene, die sie auf dem Schlachtfeld gerettet hat, war sie unglaublich. Und für jene, die ihr Andenken am Leben halten, ist sie eine Heldin. Nur das zählt. Was ist daran so besonders? Fragen wir als Noctua. Sila verzieht das Gesicht. Nun ja, im Grunde nichts. Aber dieses Schwert war seinerzeit legendär. Es heißt, wenn Janiel das Schwert in den Händen hielt, habe die Klinge strahlend hell zu glänzen begonnen und Dämonen um Dämonen gerichtet. Soldaten konnten Glanz aus der Ferne sehen, Strahlen sehen, was ihren Mut schenkte, sich ins Gefecht zu stürzen und dieses zu gewinnen. Aber ich weiß nicht, was dem Schwert nun fehlt oder wie man seine Macht wiederherstellen kann. Ich spüre nur, dass sie es geschändet haben. Es wurde also von dem Baphomet-Kult entweiht. Camilla, ihr füllt mit einem Gegenstand erstaunlich. Sind alle Paladine so sanftmütig und empfindsam? Sila, empfindsam ja, in gewisser Weise. Wir spüren das Böse sehr stark und alles, was von Dämonen berührt wurde. Glanz befand sich in bösen Händen. Und als Paladin kann ich euch sagen, dass sie nichts Gutes damit angestellt haben. Wie kann ein unschätzbar wertvolles Relikt hier unten landen?
fragen wir. Janiel ist verschwunden, doch wie durch ein Wunder wurde Glanz aus der Schlacht gerettet. Niemand sonst hat das Schwert je geführt. Es ist Janiels Klinge und wird es für immer bleiben. Daher wurde es auch mit anderen Relikten der Kreuzfahrer in Estrods Turm gebracht. Doch nun scheint mir, als habe es jemand gestohlen. Sila lacht. Ich habe das eigenartige Gefühl, als würde ich einen Kriegskameraden aus einem Verlies retten. Wir können es nicht einfach liegen lassen. Auch wenn es uns nichts nutzt. Hier unten nutzt es niemandem. Aber was, wenn es sich reparieren lässt? Gehen wir. Ja, ich habe da so ein Gefühl, als könnte das klappen. Okay, wir haben Glanz, das Paladinschwert. Wir können wieder hoch, denke ich. What's in wait for me there? Nee. Kein geheimer Schalter. Keine Geheimtür. Ich denke, das war's dann. In dieser Folterkammer des Grauens. Ach ja, da war doch noch was. Stichwort Erdelementar. Das sollten wir noch erledigen. Schicke Statue. Dämonenherrscher Baphomet. Der Minotaurenfürst. I'll watch your back. Klopf, klopf. Mittelgroßes Elementar. Also zum Glück kein ganz großes. Die sind nämlich ganz schön heavy. What's on your mind? I wonder. Lichter Engel. A bright future awaits us. Kann man durch beliebig oft benutzen, den Buff. Denn wir wurden ja von einem Engel berührt. Ach, Camille hat noch Varangift. Das müssen wir bei der nächsten... Weiß ich, dass wir da Rast weg? Oder brauchen wir da einen Genesungszauber? Kann sein. Hm. Muss ich mal schauen. Tugend. Inimosi Travisi. So, kann losgehen.
Hypnose. Ich weiß nicht, ob das was bringt bei solchen Tieren, Wesen. Sturmangriff geht nicht. Ich mach mal auf defensiv. So ein bisschen tanky. Und Sila ist genauso groß wie das Elementar. Cool. Ich probiere es mal. Daneben. Also Sila wurde ja von Camellia vergrößert. Magisch. Hey, treff doch mal. Oh, Rüstungsklasse 22. Das ist eine Menge. Da kommt man nicht so leicht durch. Böses Niederstrecken. The Inheritor, guide my blade. Ja, 16 Schaden. Gut, Sila. Geist der Schlacht. Ein Buff auf die ganze Party. Von Camellia. Glück. Der Erdelementar hat sich erfolgreich gewehrt gegen Hypnose mit einem Rettungswurf. So, es zerbröselt. Hat sich erledigt. Dieses erdige elementare Problem hat sich gerade erledigt. Okay. Venduak. Hat getroffen. Die Rüstungsklasse wurde degradiert von dem... Ja, weil wenn du geschickt ist und so weiter. Gut. Also ganz bin ich in den Pathfinder-Regeln auch noch nicht so ganz fit. Ist ja teilweise doch ein bisschen anders im Gegensatz zu D&D. Aber ich hoffe, im Laufe der nächsten Wochen, Monate... Mit Wrath werde ich die Regeln so ganz verstehen. By your will. Obwohl das ja noch nach dem ersten Regelsatz gilt, also nicht Pathfinder Second Edition, so sondern First Edition. Und die Second Edition von Pathfinder... Also da hat sich eine ganze Menge verändert. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte dann. Obwohl es mir ganz gut gefällt eigentlich. Second Edition. Aber eins nach dem anderen. Oh, was war das? Eine Feuerfalle. Wow.
Fies. Wow, der hat uns erwischt. Ja gut, 2 Schaden Vasila. Hält sich in Grenzen. Kann ich mit leben. So, dann werden wir nochmal rasten. Und dann mit dem magischen Schlüssel und mit Hosillas Schlüssel die nächste Tür öffnen und ich hoffe, die führt dann aus dem Labyrinth heraus. Also, dann bleibt dabei, bitte. Verpasst die nächste Folge nicht von Wrath of the Righteous. Bis dann. Ciao, der Argonaut.